Wenn du mir nicht sofort sagst, warum du Alexander verheimlichst, dass du wieder sehen kannst. Er heiratet mich sonst doch nicht. Wie bitte? Er soll weiterhin glauben, dass du blind bist, nur damit er dich ganz bestimmt heiratet? Mama, das ist meine letzte Chance. Das ist Laura. Ja, Alexander ist sehr verliebt in sie. Und er leidet sehr darunter. Alexander und Laura. Wer hätte das gedacht? Es ist an der Zeit, dir das zu sagen. Ja, was denn? Ich will, dass wir heiraten. Was hältst du denn von nächster Woche? Ich kann es gar nicht mehr erwarten. From the first ray in the morning to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Alexander, du sagst dir gar nichts. Heiraten? Jetzt? Nicht jetzt. Nächste Woche. Warum plötzlich so schnell, Katharina? Das kommt ein bisschen überraschend. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wir wollen doch heiraten. Ja, sicher wollen wir das. Ich dachte nur, du willst warten, bis du dich sicherer fühlst, damit du schön feiern kannst. Ich will nicht mehr warten. Freust du dich denn gar nicht? Doch, natürlich, aber das, warum sollen wir das überstürzen? Ich meine, wir haben alle Zeit der Welt. Sag bloß, du bekommst schon wieder kalte Füße. Nein. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Inzwischen komme ich überall sehr gut zurecht. Alexander, wir gehören doch zusammen. Was ist mit der Feier? Ich meine, die Hochzeit, die Kirche, das Standesamt, sowas lässt sich nicht so schnell arrangieren. Das schaffen wir gar nicht in der kurzen Zeit. Stimmt. Aber wir brauchen doch auch gar kein großes Fest. Nur du, ich und unsere Familien. Im kleinen Rahmen ist es doch viel romantischer. Findest du nicht auch? Du lässt dich doch eh nicht davon abbringen. Ich wette, Madame Klinker-Emden hat bei ihrem Einkaufsbummel in München nicht eine Boutique ausgelassen. Nee. Das ganze Modeparadies vor meinen Augen. Boah, das Seidenkostüm. Das hat bestimmt eine Menge gekostet. Was glaubst du, wie viel? Alles zusammen? Na, rund 2000 Euro, würde ich sagen. Gott. Was die an einem Nachmittag verpulvert, das verdienen andere nicht mal in einem Monat. Ja, das stimmt. Wie viele Betten ich dafür machen muss, ey. Wie viel Koffer ich schleppen muss. Mhm. Und wie viele Pralinen Laura nächtelang rollen muss. Der ist mir auch schon aufgefallen. Die kommt ja gar nicht mehr aus ihrer Küche raus. Dann darf sie ja nicht, sonst schafft sie ihren Auftrag ja nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Was für ein Auftrag? Ja, Bajik, sag mal, weiß man was nicht, hä? Pass auf. Erinnerst du dich an diesen schnuckeligen, eingeschmuggelten Praktikanten? Ja, von Neurath. War das nicht der kleine Millionärsohn, der bei dir abgeblitzt ist? Ja, genau. Also jedenfalls hat er für so eine Jubiläumsfeier von seinen Eltern, die haben so eine Restaurantkette, ja, tausende von Pralinen geordert. Cool, ne? Ja, ist doch super. Da kann ja Laura gleich mitshoppen gehen. Das glaubst auch nur du. Die muss doch jetzt ihre Schulden abstottern. Wieso, was für Schulden? Nee, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht drüber reden. Außerdem will Laura keinen Ärger, bevor die Sache geklärt ist. So. Wieso, hat das irgendwas mit dem Einbruch zu tun? Ja, so ungefähr. Tanja, sind wir Freunde oder sind wir Freunde? Ja. Also los, ich kann schweigen wie ein Grab. Ehrenwort. Ja. Also pass auf, Laura muss die ganze geklaute Ware bezahlen, weil sie denken, sie hat die Tür offen gelassen. Was? Laura muss den Safi jetzt Geld zahlen für die geklaute Ware? Mhm. Das fass ich ja nicht. Jetzt reicht's echt.
Warum weichst du mir denn aus, Alexander? Ich weich dir nicht aus, Katharina. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es plötzlich so schnell gehen soll. Ist das wirklich der Grund? Sag mal, was ist denn los mit dir? Ich bin dagegen, dass wir die Hochzeit überstürzen. Das ist alles. Willst du mich vielleicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vertrösten? Davon war nie die Rede, nein. Alexander, ich träume schon seit Wochen davon, endlich mit dir vor dem Traualtar zu stehen. Von der Musik und vom Geruch der Kerzen. Und von deinem Ring an meinem Finger. Trotzdem, wir sollten es nicht überstürzen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir gar keinen Termin beim Standesamt. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Oder willst du mich gar nicht mehr? Na gut. Wenn dir so viel daran liegt, dann heiraten wir nächste Woche. Ich würde dich jetzt so gern sehen. Wenigstens für eine Sekunde. Es wird bestimmt ein wunderschöner Tag. Ja, das wird's bestimmt. Herr Saalfeld. Was wollen Sie denn hier? Koffer habe ich nicht auf der Speisekarte. Sie waren auch schon mal witziger. Also? Was gibt's? Es geht um Laura Mahler. Sehen Sie die hier? Nein. Also, gehen Sie bitte und lassen Sie mich in Ruhe meine Mittagspause machen. Sie lassen also Laura die gestohlene Ware bezahlen, ja? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Also stimmt es. Laura Mahler ist für diesen Diebstahl verantwortlich. Also wird sie auch für den Schaden haften. Das reicht. Raus, aber schnell. Punkt 1. Sie erlassen Laura die Schulden. Und Punkt 2, Sie werden sich bei ihr entschuldigen. Ich denke nicht im Traum daran. Ach nein. Hören Sie, Sie verschwinden jetzt schleunigst aus meiner Küche, sonst ziehe ich bei Ihnen ganz andere Seiten auf. Sie haben den Diebstahl doch fingiert. Wahrscheinlich, weil Sie mit Lauras Erfolg nicht klarkommen. Sie haben eine blühende Fantasie für einen kleinen Pagen. Für meinen Geschmack etwas zu blühend. Damit werden Sie nicht durchkommen. Sie scheinen sich ja Ihrer Sache ziemlich sicher zu sein. Ja? Wenigstens etwas, was Sie begreifen. Schön. Ich habe eine Idee. Sie gehen jetzt zu Alexander oder meinem Vater und heulen sich so eine Runde richtig aus. Die sind sicherlich sehr an den Hirngespinsten eines kleinen Hotelangestellten interessiert. Keine Angst, ich werde sie nicht verraten. Guten Appetit. Verrät sich sogar schon selber. Du kannst gar nicht gewusst haben, dass ich hier sitze. Kann doch nicht gut gehen. Ach, Mist. Komm, mein Kind. Komm, setz dich. Ich helfe dir. Hoffentlich hat niemand was vom Personal mitbekommen. Oh, es war ganz offensichtlich, wie du auf mich zugesteuert bist. Ich muss in Zukunft besser aufpassen. Du kannst diese kleine Komödie nicht bis zur Hochzeit durchhalten. Auf jeden Fall. Es sind doch nur noch ein paar Tage. Was meinst du damit? Naja, Alexander und ich heiraten nächste Woche. So schnell? Und nach ein paar Tagen als frisch gebackene Frau Saalfeld werde ich dann dank einer Spontanheilung wieder sehen können. Oh Kind, du machst einen ganz großen Fehler. Wenn es mit dir und Alexander kriselt, dann wird eine Ehe das auch nicht mehr retten. Und Alexander braucht klare Verhältnisse. Man hat auch keine Zeit mehr für Ausflüchte. Kind, so etwas ist doch niemals gut gegangen. Mama, du hast selbst gesagt, Männer brauchen eine starke Hand. So habe ich das nicht gemeint. Du versuchst da etwas zu erzwingen. Wenn Alexander und ich endlich mal verheiratet sind, dann wird auch alles wieder gut. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mama, Alexander hat der Heirat zugestimmt.
liebe ihn. Warum hat Katharina es denn plötzlich so eilig? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht denkt sie, sie kann sich alles erlauben, weil sie blind ist. Alexander, du musst das verschieben. Ich habe alles versucht, wirklich. Das kommt so plötzlich. Gerade jetzt, ja? Bitte vergiss nicht, ja? Ich heirate sie nur auf dem Papier und nicht wirklich. Und was heißt das konkret für uns? Dass du sie nicht wirklich heiratest, sondern nur auf dem Papier? Nichts. Für uns wird sich nichts verändern. Was bin ich denn dann für dich? Deine Geliebte? Ja, genau das bist du. Du bist die einzige Frau, die von mir geliebt wird. Und du bist mein Geliebter, ja? Ja. Ich will das aber nicht. Ich will mich nicht mehr verstecken müssen. Ich will allen zeigen, wie glücklich wir sind. Ich will das doch auch. Aber ich hab Angst, dass Katharina sich wieder... Versucht, das Leben zu nehmen? Ja. Hast du deshalb ja gesagt? Ja. Wir müssen, was weiß ich, Zeit schinden. Wir müssen schauen, dass Katharina wieder stabil wird, dass sie die Wahrheit verkraftet. Wir brauchen keine Zeit, wir brauchen ein Wunder, Alexander. Gott. Hallo zusammen. Hallo. Frau Mahler, vielleicht kommen Sie später in mein Büro, dann klären wir die Einzelheiten. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Müssen wir immer auf Katharinas Blindheit Rücksicht nehmen? Müssen wir immer Angst haben, sie bringt sich wegen uns um? Am besten, wir beenden unsere heimliche Beziehung, damit das nicht passiert. Nee, das lasse ich nicht zu. Dass die unser Leben bestimmt, dazu hat sie kein Recht. Auch wenn es ihr noch so schlecht geht. Aber so einfach ist das leider nicht. Besonders nicht für Alexander. Wir könnten niemals glücklich sein, wenn Katharina sich wegen uns was antun würde. Alexander, Katharina, wollt ihr jetzt zu uns setzen? Eine Tasse Kaffee? Es ist endlich soweit. Alexander und ich werden heiraten. Nächste Woche. Nächste Woche? So schnell? Ja, wir haben die Hochzeit ja lang genug geplant. Außerdem fühle ich mich jetzt stark genug, den Schritt zu wagen. Ich finde das großartig, Katharina. Katharina, warum denn so eilig? Ihr habt so lange gewartet, da kommt es auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht mehr an. Ach was, man muss im Leben auch mal spontan sein. Herzlichen Glückwunsch, mein Junge. Ich gratuliere dir zu dieser wunderbaren Frau. Na kommt, setzt Danke. Euch. Darauf müssen wir anstoßen. Alexander, du sagst ja gar nichts. Ja, so ist das bei uns Männern. Wenn uns die Gefühle überwältigen, versagt uns die Sprache, nicht wahr? Mein Vater kennt mich gut. Also ich finde euren Entschluss großartig. Aber was wird denn nun aus der lang geplanten Hochzeitsfeier? Na, gefeiert wird trotzdem. Und wenn es dir wegen der Chemotherapie nicht gut geht, dann verschieben wir eben die Feier. Nein, nein, nein. Eine schöne Hochzeitsfeier tut mir bestimmt gut. Aber wie willst du in so kurzer Zeit ein ordentliches Fest auf die Beine stellen? Richtig, das wird schwierig. Ja, das meine ich doch. Außerdem finde ich es schade, wenn ihr euch nicht angemessen feiern lasst. Katharina, du hast doch von einem großen Ball geträumt. Ja, aber das war vor meinem Unfall. Ich will an unserem Tag Alexander ganz nahe sein. Und der ganze Rummel, der wird ja nur stören. Vielleicht hast du recht. Ja, ihr steht im Mittelpunkt. Schließlich ist es euer wichtigster Tag eures Lebens. Genau. Und im kleinen Familienkreis können wir den am besten feiern. Einverstanden. Eine kleine romantische Feier mit der Familie, das kann sehr schön sein. Doch? Ja. So, dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen damit. Wenn Sie das nächste Mal kommen, zeige ich Ihnen meine neueste Kreation, ja? Ist gut. Bitte schauen und vielen Dank. Wiedersehen. Schön.
Sehr schön. Wie läuft's denn so? Gut. Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich habe mir sagen lassen, es läuft fantastisch. Erstaunlich, wenn man Ihren Schlag bedenkt. Was meinen Sie? Naja, dieser unschöne Einbruch am Tag vor der Eröffnung. Ihr Laden stand unter keinem schönen Stern. So schnell gebe ich nicht auf. Zu Recht, wie man sieht. Sie haben ein großes Talent, Frau Mahler. Ja, also ich kann ganz gut Pralinen machen. Das meine ich nicht. Sie schaffen es, Ihre Mitmenschen mit ein bisschen Schokolade zu bezirzen. Das ist eine Gabe. Was wollen Sie, Frau Frönke? Soll ich Ihnen vielleicht ein Pralinenpaket zusammenstellen? Mm-mm. Nicht nötig. Mm. 60 Cent, bitte. Sie sind eine gute Geschäftsfrau. Das gefällt mir. Stimmt so. Der Rest ist für Sie. Laura, hier, das wurde für dich abgegeben. Danke. Ciao. Ah, der große Unbekannte. Meine Güte, du hast ganz schöne Verspannungen. Du bist trotz Yoga, ey. Wenn du kein Yoga machen würdest, hättest du jeden Tag Rückenschmerzen. Echt? Ich sag's dir, arbeiten ist ungesund. Ja, bitte denk mal an deine einseitige Belastung. Betten machen, Staubsaugen. Ja. Weißt du, was ist die höchste Zeit, dass ein richtig gut aussehender Millionär hier vorbeikommt? Und bitte, bevor ich vom ganzen Staubsaugen alt und bucklig bin. Nein, Tanja, jetzt mal bitte im Ernst. Du musst unbedingt etwas für deine Wirbelsäule tun. Das hört ja schrecklich an. Hoffentlich ist es nicht ansteckend. Nein, aber sehr schmerzhaft. Ja, ist ja gut. Oh. Ich lasse mich jetzt einfach für den Rest der Woche krank schreiben und komme jeden Tag auf deine Massagebank. Warum lässt du dich nicht einfach versetzen? Zum Beispiel in den Gastronomiebereich? Ne, dass ich dann Berge von Tellern schleppe oder was, auch mindestens genauso ungesund. Nein, aber du stehst wenigstens beim Servieren gerade. Nee. Keine 10 Pferde bringen mich da rein. Der Chef ist so ätzend da. Du meinst Robert? Nee, dieser Restaurantleiter, da haben wir es schon. Ach, der packt doch längst seine Koffer. Was, der geht? Schon sehr bald. Wo weißt du das? Tja, als Masseur erfährt man so eine Menge. Oh. Ja, jetzt wird's ja spannend. Dann schieß doch mal los, Herr Masseur, was der neueste Hotelklatsch ist. Ha? Nein, vergiss es. Die Leute wissen, dass ich schweigen kann und sie verlassen sich auch darauf. Hallo? Hallo, Tanja. Ich bin's. Oh, du, ich lieg grad auf der Massagebank und lass mich von Mikes Wunderhänden wieder fit kneten. Du, gerade wurde hier ein Umschlag für mich abgegeben. Du glaubst nicht, was da drin war. Eine Einladung von Barbo Küsch? 2200 Euro. Das ist genau der Betrag, den ich für diesen Ladendiebstahl hier aufbringen muss. Ist ja Wahnsinn. Von wem denn? Das weiß ich nicht. Der Umschlag war ansonsten leer. Tanja, ich habe trotzdem einen Verdacht. Mhm. Cora Franke war vorhin im Laden. Und hat sich ganz, ganz komisch benommen. Boah, an der Schlange traue ich einiges zu. Laura, heute Abend lasse ich einfach eine Flasche Sekt springen und dann lieferst du die Details, okay? Mhm. Gut. Ja, ich glaub, bis dann. Tschüss. Schräg, sonst schäumt es zu sehr. Danke. Danke. Auf Alexander und Katharina. Auf die Fusion der Hotels Klinker, Emden und Saalfeld. Ja, das war ein langer Weg der beiden bis zum Traualtar. Mhm. Hauptsache, die Sache kommt endlich zu einem befriedigenden Abschluss. Werner. Eine bessere Nachricht hättest du mir heute gar nicht bringen können.
machst du denn für ein Gesicht? Freust du dich etwa gar nicht? Die Fusion bedeutet mir inzwischen gar nicht mehr so viel. Die Fusion war doch immer dein Traum. Du bist in der Branche endlich da angekommen, wo du immer hin wolltest. Tja. Das stimmt. Aber im Augenblick wünsche ich mir nichts mehr, als dass Charlottes Blutwerte in Ordnung sind und sie heute endlich mit der Chemotherapie begonnen hat. Es ist bestimmt gut gelaufen. Sonst hätte sie sich doch gemeldet. Sie nimmt jetzt wegen der schlechten Blutwerte Aufbaupräparate. Du brauchst Geduld. Es wird schon wieder. Übrigens, ich war heute in dem Feinkostladen von Robert und Laura Mahler. Sehr geschmackvoll. Ja, das finde ich auch. Er läuft viel besser als der alte Laden. Laura hat einen Brief bekommen. Ein Umschlag mit sehr viel Geld. Natürlich ohne Absender. Ist ja merkwürdig. Kannst du dir nicht vorstellen, wer dahinter steckt? Nein. Ich schon. Vielleicht hat der Brief etwas mit dem Ladendiebstahl zu tun. Vielleicht ist der Absender des Briefes eine und dieselbe Person? Ja, schon möglich. Aber schön, dass es noch Leute mit Skrupeln gibt. Werner, wenn du der Kleinen unter die Arme gegriffen hast, kannst du mir das ruhig sagen. Aber Cora, ich habe doch nichts mit dem Ladendiebstahl zu tun. Hallo. Da. Bist du unter die Gewichtheber gegangen, oder was? Ja, witzig, die Putzfrau macht das. Fahrstuhl sauber. Soll ich lieb sein und dir behilflich sein? Nee, danke, lass mal stecken. Du klagst ja sowieso den ganzen Tag über deine Rückenschmerzen. Nein, nicht mehr. Mike hat sie mit seinen Zauberhänden verscheucht. Oh, tja, wer kann, der kann. Hm? Genau. Xaver? Was? Laura hat sensationelle Neuigkeiten. Soll ich jetzt sie erraten? Da kommst du nie drauf. Stell dir vor, die hat Post bekommen von dem Dieb, der den Laden beklaut hat. Und was war drin? 2.200 Euro, das ist genau die Summe, die sie zahlen muss. Sonst nichts? Nichts. Der Page gebracht. Also kein Absender oder Begleitschreiben oder sowas? Na bitte, welcher Dieb ist denn so blöd? Also auch keine Entschuldigung. Naja, es wäre schon fair gewesen. Aber ist doch egal, die ist so froh, dass sie ihr Geld hat. Und ich auch. Ja, das ist ja auch alles ganz toll, aber ich meine, wenn jemand Mist gebaut hat, dann soll er auch dafür gerade stehen, oder? Ja. Ich habe schon gar nicht mehr daran geglaubt. Wie sagt man so schön? Man darf die Hoffnung nie aufgeben. Trotzdem finde ich es schade, dass die Kinder kein großes Fest feiern. Ja, und ich finde es auch schade, dass ich nicht dabei sein kann. Ich muss zu einer Bypass-Operation nach Kapstadt zurückfliegen. Inge, das habe ich ja gar nicht gewusst. Na ja, ich wollte es nicht an die große Glocke hängen, weißt du. Ich wollte Katharina nicht beunruhigen. Deswegen habe ich nichts gesagt. Naja, mit Herzbeschwerden darf man nicht spaßen. Da lässt sich die OP sicher nicht verschieben. Nein, nein, leider nicht. Weißt du, Professor Mackenroth ist eine anerkannte Kapazität auf diesem Gebiet. Und natürlich ist das ja ausgebucht. Ich bin sehr froh, dass ich überhaupt einen Termin bekommen habe. Das ist natürlich etwas anderes. Naja, und nach der Operation, da kann ich nicht gleich wieder in ein Flugzeug steigen. Du darfst auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Inge, wir überlegen uns was. Ich verspreche es dir. Charlotte, tu mir einen einzigen Gefallen und dann nimm bitte nichts. Aber Katharina ist deine einzige Tochter. Du musst doch bei der Hochzeit an ihrer Seite sein. Ja, es tut mir auch weh, sie nicht im Brautkleid zu sehen. Aber vielleicht könnt ihr ja eine schöne Aufnahme machen von dem Paar. Ach, Inge. Abend. Hey Laura, kann ich dich kurz stören? Immer. Du hast heute Post bekommen. Tanja? Du hast keine Ahnung, wer der reuige Dieb sein könnte. Ich will lieber nichts Falsches sagen, sowas spricht sich hier immer so schnell rum. Ich könnte dir aber einen Tipp geben.
Wo hast du den her? Das spielt keine Rolle, aber ich fürchte, dein Kollege und Teilhaber gönnt dir deinen Erfolg nicht. Robert Saalfeld? Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch schon im Verdacht gehabt, aber ich kann es nicht beweisen und so lange halte ich lieber die Klappe. Aber ich schwöre dir, dass er es war. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Vorhin war Frau Franke hier und hat sich sehr, sehr seltsam benommen. Und als der Bote dann mit dem Geld kam, ist sie sofort abgehauen. Du glaubst, dass sie es war? Ich weiß nicht warum, aber ich würde es ihr schon zutrauen. Jetzt pass mal auf, Laura. Robert Saalfeld hat den Ladendiebstahl inszeniert. Frag mich bitte nicht, woher ich das weiß, aber es gibt Beweise dafür. Das geht einfach nicht. Inge muss bei Katharinas Hochzeit dabei sein. Wie stellst du dir das vor? Sie kann doch nicht gleichzeitig in Kapstadt auf dem OP-Tisch liegen und hier Katharina zum Traualtar führen. Wir müssen eben eine Lösung finden. Wie soll die aussehen? Inge hat doch selbst gesagt, sie verzichtet auf die Trauung. Du hast sie nicht erlebt. Sie war zwar sehr tapfer, trotzdem habe ich gespürt, wie sehr sie bei dem Gedanken leidet. Charlotte, lass uns doch bitte in 2 Monaten ein großes Fest für Katharina und Alexander geben. Nach der Trauung? Ja, natürlich nach der Trauung. Aber ein nachgeschobenes Fest ist doch nicht dasselbe wie eine Feier am Tag der Hochzeit. Katharina wünscht sich eine schnelle Hochzeit und ich finde, wir sollten ihr diesen Wunsch erfüllen. Werner, du bist herzlos. Keine Mutter der Welt verpasst freiwillig die Heirat ihrer einzigen Tochter. Du hast doch selbst gesagt, Inge verzichtet drauf. Sie hat dich sogar gebeten, nichts zu unternehmen. Ja, weil sie kein Aufhebens um sich machen möchte, wenn es um Katharina geht. Und was ist daran bitte schön nicht in Ordnung? Werner, willst du die schnelle Heirat, damit die Fusion endlich in trockenen Tüchern ist? Ach, das ist doch jetzt zweitrangig. Seit wann das denn? Werner, Inge ist ganz allein. Ich finde, die Kinder sollen entscheiden. Nein. Also, was schlägst du vor? Wir sollten mit Alexander und Katharina reden. Sie müssen die Hochzeit verschieben. Seit Clemens Tod hat Inge keine richtige Familie mehr. Und es ist unsere Pflicht, sie nicht alleine zu lassen. Na gut, gut, einverstanden. Entscheide du. Der Einwurf war inszeniert, stimmt's? Wer sagt das? Ist das so wichtig? Für mich schon. Es spielt trotzdem keine Rolle. Vorsicht, Frau Mahler, üble Nachrede, das ist gar nicht gut. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie gegen alle vorgehen, die Bescheid wissen, ja? Wer weiß denn alles Bescheid? Xaver? Verstehe. Und? Hat er recht? Ja, ich fürchte ja. Ich war's. Ich weiß, ihr wolltet möglichst schnell heiraten. Aber könnt ihr euch nicht vorstellen, die Hochzeit um ein paar Wochen zu verschieben? Wir haben doch jetzt schon so lange gewartet. Ich finde, Mutter hat recht. Katharina, wir sollten nichts überstürzen. Wenn wir, sagen wir, in 6 Wochen heiraten, haben wir genug Zeit, alles in Ruhe zu planen. Aber was denn planen? Ich habe doch gesagt, dass ich mit einer kleinen Feier ganz glücklich bin. Ja, dagegen sagt ja auch niemand etwas. Aber die engste Verwandtschaft sollte doch daran teilnehmen. Naja, also mit Maxim habe ich schon telefoniert. Er setzt sich ins Flugzeug, sobald unser Termin feststeht. Ja, aber deine Mutter... Meine Mutter? Die ist doch schon da. Katharina, ich muss dir etwas sagen. Deine Mutter muss sich nächste Woche einer Bypass-Operation in Kapstadt unterziehen. Einer Bypass-Operation? Davon weiß ich ja gar nichts. Sie hat es dir nicht gesagt, um dir nicht die Freude auf die Hochzeit zu verderben. Aber wegen dieser OP könnte sie nicht zu diesem Hochzeitstermin kommen. Sie hat sich wohl vor Monaten schon dafür angemeldet. Ach ja, das erfahre ich jetzt erst. Sie hat es doch nur gut gemeint. Sie wollte dich nicht mit ihren Problemen belasten. Das sehe ich auch so. Wirklich, Katharina, du hast in den letzten Wochen genug durchgemacht. Aber ihr solltet wirklich Rücksicht auf Inge nehmen. Ich weiß, wie gerne sie euch vor dem Traualtar sehen möchte. Zu Recht, finde ich.
Wir sollten die Hochzeit verschieben, Katharina. Und wie siehst du das, Katharina? Ja, natürlich will ich, dass meine Mutter auch dabei ist. Sehr gut. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Wo willst du hin? Zu meiner Mutter. Ich sage am besten gleich Bescheid. Ich begleite dich. Danke, aber das ist nicht nötig. Ich schaffe das schon, ja. Ich dachte, wir sind ein Team. Wir haben doch zusammen diesen Konkurs gewonnen. Ich dachte, wir können zusammen auch den Laden aufbauen. Oh Gott, sie hatten mich doch von Anfang an auf dem Kieker. Wie konnte ich nur so blöd sein, zu glauben, dass sich das geändert hat? Ich gebe zu, am Anfang habe ich sie falsch eingeschätzt. Warum sind sie so gemein? Sie wollten mich gezielt um meine Karriere bringen. Das habe ich nicht nötig. Nein? Bin ich aber mal wirklich sehr gespannt auf Ihre Erklärung. Ich habe es nicht für mich getan. Aha, kommen Sie. Aus Nächstenliebe, oder was? Nein, ich hatte andere Gründe. Es ist... Trotzdem, ich kann Ihre Wut gut verstehen. Ihr Vater hat mir noch angeboten, den Laden allein zu führen. Und ich war so dämlich und hol Sie mit ins Boot, weil ich dachte, dass wir nach dem Konkurs sowas zusammen schaffen können. Es war ein Fehler, okay? Haben Sie mir deshalb das Geld geboten, ja? Damit ich verschwinde, bevor Ihre Familie davon erfährt. Nein. Es hatte andere Gründe. Ja, was denn? Soll mir das jetzt reichen als Erklärung, oder was? Damit kommen Sie nicht durch, Robert. Damit nicht. Sie haben mich bewusst ins offene Messer laufen lassen. Was haben Sie vor? Ich gehe zu Ihrem Vater. Er soll erfahren, was er für einen netten Sohn hat. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber ich will Ihnen eins sagen. Ich habe nicht aus Eifersucht gehandelt. Nein? Nein. Ich habe es für meinen Bruder getan. Was hat denn Alex... Was hat Ihr Bruder damit zu tun? Kommen Sie, hören Sie damit auf. Ich weiß inzwischen, was er für Sie empfindet. Dabei gedacht. Wovon redest du? Von deiner kleinen Komödie bei Charlotte. Du brauchst doch überhaupt gar keine Bypass-Operation. Natürlich nicht, aber da wir gerade beim Thema Komödie sind, du bist auch nicht mehr blind. Das ist doch was ganz anderes. Findest du? Mama, warum hast du gelogen? Kannst du dir das nicht denken? Das ist unfair. Ach, Kind, ich will dir doch nur helfen. Ach ja? Indem du versuchst, meine Ehe zu verhindern? Du weißt ganz genau, wie sehr ich mir die Hochzeit mit Alexander wünsche. Ich halte nichts von dieser überstürzten Heirat. Du kannst Alexander nicht zwingen, dich zu lieben. Wer sagt denn, dass er das nicht tut? Für dein ganzes Verhalten. Du versuchst mit deiner spontanen Heirat etwas zu retten, das nicht mehr zu retten ist. Alexander, zeig mir dauernd, wie sehr er mich liebt. Ja, er ist ein gut erzogener Mann, der weiß, was ich gehört. Katharina, komm, du kannst mir nichts vormachen. Mama, bitte, bitte geh zu Charlotte und sage, dass du deine Operation verschieben kannst. Nein, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Warum pochst du mit diesem blinden Stock auf sein Mitleid, wenn du sicher bist, dass er dich tatsächlich liebt? Hm? Weil ich einfach kein Risiko eingehen will. Kind, ich glaube, du verrennst dich da in etwas. Na und? Ich bin alt genug, ich kann selber entscheiden. Ja, natürlich. Aber erlaube mir, dir einen mütterlichen Rat zu geben. Warte ein paar Wochen mit dieser Heirat, Kind. Bitte. Ach Gott, was soll denn das bringen? Wenn du ihn danach immer noch heiraten willst, werde ich mich nicht mehr dagegen sperren. Du bleibst also bei deiner Lüge? Ja, solange du bei deiner bleibst. Eins steht jedenfalls fest. Nächste Woche wird definitiv nicht geheiratet. Alexander und ich geraten oft aneinander. Aber wir sind trotzdem Brüder. Wenn wir Hilfe brauchen, sind wir füreinander da. Ich habe schon seit Wochen gewusst, dass da etwas nicht stimmt. Aber auf alle meine Fragen hin gab es nur Vertröstungen. Dann hat er mir von euch erzählt. Es war bestimmt ein Schock für Sie. Ich war überrascht. Ich war überrascht. Laura, die Situation setzt ihm massiv zu. Er ist kaum noch mehr er selbst. Glauben Sie, mir geht's anders? Das ist aber noch lange kein Grund, meine Existenz zu zerstören, ja? Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen.
Mir war bisher nicht klar, wie sehr ich an Alexander hänge. Damit haben Sie ihm jedenfalls keinen Gefallen getan. Stimmt. Gut gemeint ist nicht immer gut. Ach, ich weiß doch auch nicht, was gut ist für Alexander. Jeden Tag denke ich, das muss aufhören. Ich denke immer ab heute. Und dann steht er vor mir und alles ist vergessen. Ich mache weder Ihnen noch Alexander einen Vorwurf. Wenn man wirklich verliebt ist, dann kann man nicht davon laufen. Warum haben Sie denn nicht schon längst mit mir gesprochen? Stattdessen räumen Sie den Laden aus. Was hätte ich denn sagen sollen? Hören Sie mal, Laura, mein Bruder ist sehr verliebt in Sie. Können Sie bitte abhauen, damit er nicht mehr an Sie denkt? Ich wollte Alexander helfen. Irgendwie. Im Nachhinein weiß ich auch, dass das idiotisch war. Ich hoffe, Sie können wenigstens das Geld annehmen, das ich Ihnen geschickt habe. Ach, kommen Sie schon. Sie glauben doch nicht, dass Sie das Problem mit Geld aus der Welt schaffen können. Nein, aber ich kann zumindest versuchen, etwas gut zu machen, was ich verbockt habe. Wie wär's denn mal mit einer Entschuldigung? Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ja mal ein Anfang. Die Ware bringe ich selbstverständlich wieder zurück in den Laden. Für Ihre Pralinen habe ich übrigens bestens aufgepasst. Laura. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen. Oder auch nicht. Laura, danke schön. Wie läuft's mit dir und Xaver? Gut. Wieso fragst du? Nur so. Erzählt ihr euch eigentlich alles, ihr beiden? Nicht alles. Ein paar Geheimnisse muss man doch haben. Ja, ja, ja. Ein paar Sachen muss man für sich behalten, das stimmt. Guten Abend, die Damen. Na? Immer noch fleißig. Aber nicht mehr lange. Marie, wenn du willst, kannst du Schluss machen. Den Rest schaffe ich alleine. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Die Hochzeit wird verschoben. Katharinas Mutter muss in Kapstadt sein nächste Woche für eine Bypass-Operation. Oh, kleine Atempause. Ja, immerhin. Glaubst du an ein Wunder? Naja, an irgendwas muss ich ja glauben. Guten Abend. Ich weiß, Sie haben längst Feierabend, aber könnte ich... Ja, na klar. Also für Notfälle bin ich doch immer da. Suchen Sie sich in Ruhe was aus. Danke. Morgen ganz früh. Gleich, Hannah. Ja. Katharina, du liegst schon im Bett. Es war heute ein anstrengender Tag. Was hat deine Mutter gesagt? Freut sie sich, dass wir die Hochzeit verschieben? Natürlich. Wir werden einen neuen Termin suchen, sobald ihre Operation vorbei ist. Diesmal aber endgültig. Ja, genau so machen wir das. Du fühlst dich gut an. Ach komm. Katharina. Geh nicht. Ist doch gerade so schön. Ich, Ach, komm, Alexander. Es tut mir leid,
Ich muss noch mal ins Büro. Jetzt? Ja, jetzt. Ich habe da noch ein paar Sachen auf dem Schreibtisch liegen. Bewerbungen für den Posten des Restaurantleiters. Das ist wichtig. Das kann nicht bis morgen warten? Nein, das kann nicht bis morgen warten. Du weißt, wie dringend wir diesen Posten besetzen müssen. Na gut, aber mach nicht zu lang, ja? Ja. Du brauchst nicht warten, ich. Schlaf gut. Guten Morgen, Marie. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Das kannst du ja auch. Warum erzählst du dann deinem Kofferschubser Brü warm, was es mit dem Ladendiebstahl wirklich auf sich hat? Ich habe ihm nichts gesagt. Wirklich nicht. Nicht? Laura Mahler kam mir gestern sehr wütend in die Küche gerauscht. Sie weiß alles. Von deinem Xaver. Er hat es nicht von mir. Sondern? War dabei, als ich die Ware in der Hütte entdeckt habe. Ah, das ist ja schön, dass du mir das auch noch erzählst. Ich hatte dich zwar ausdrücklich gefragt, ob noch irgendjemand von der Geschichte weiß, aber warum hast du mich angelogen? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Wie rücksichtsvoll von dir. Danke. Es tut mir leid. Dafür ist es jetzt zu spät. Laura weiß alles. Ich rede mit Xaver. Laura und ich haben letzte Nacht die Angelegenheit schon aus dem Weg geräumt. Und obwohl es dich nichts angeht, sie hat mir verziehen. Geschlafen. Ich auch nicht. Ich konnte keinen Wecker stellen und ich hatte Angst, dass ich nicht aufwache. Und dann hat mich meine innere Uhr geweckt. Ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Die ganze Nacht. Also an uns. Es ist einfach alles ein bisschen viel im Moment. Die verschobene Hochzeit und dann das Gespräch mit Robert. Was ist mit Robert? Ich weiß jetzt, dass er hinter diesem Einbruch steckt. Laura, das ist nicht dein Ernst, doch, oder? Doch. Er hat den Einbruch vorgetäuscht, weil er gedacht hat, dass er mich so aus dem Fürstenhof vertreiben kann.
Den knöpfe ich mir vor, den Kerl. Nein, bitte, das jetzt, ist warte. Ja. Bitte. Warte mal, ich erzähle dir erstmal alles. Pass auf. Einen wunderschönen guten Morgen, junge Frau. Wir haben geschlossen. Aber das gilt ja für die anderen Kunden, nicht für mich, oder? Das gilt ganz besonders für dich. Das riecht aber nach schlechter Laune hier. Allerdings. Xaver, ich dachte, du kannst schweigen. Stattdessen startest du diese idiotische Racheaktion gegen Robert. Ach, daher weht der Wind. Robert hat mich heute Morgen heftig zusammengestaucht. Er ist beklauter Laura und spielt jetzt hier die beleidigte Leberwurst, oder was? Ich habe ihm versprochen, den Mund zu halten. Ja, dann hätte Laura aber niemals ihr Geld bekommen. Welches Geld? Sie hat jeden Cent zurückgekriegt, dank mir. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Es war mir schon klar, dass ihr das nicht passt. Vielen Dank für dein Vertrauen. Marie, ich hätte wirklich sehr, sehr gerne dir davon erzählt. Aber wenn es um Robert geht, bist du mir einfach zu empfindlich geworden. Fängst du schon wieder damit an? Ach komm, du bist doch nur sauer, weil ich recht habe. Jetzt hör endlich damit auf. Zwischen Robert und mir ist es aus. Das habe ich dir oft genug gesagt. Ja, dann benimm dich auch mal so. Bitte geh jetzt. Warum denn? Ich habe zu tun. Tschüss. Ich hätte Robert besser nichts von uns erzählt. Obwohl, vielleicht ist es besser. Jetzt muss ich Katharina die Wahrheit sagen, bevor Robert dir zuvorkommt? Ja. Ich glaube gar nicht, dass er Katharina das erzählen wird. Er will ja, dass ihr beiden wieder glücklich seid. Er will, dass ich aufhöre zu leiden. Und das geht nur, wenn ich ihr die Wahrheit sage. Wenn ich endlich reinen Tisch mache. Oh mein Gott, ich war so oft kurz davor, ihr die Wahrheit zu sagen, aber... Was ist, wenn sie wieder versucht, sich das Leben zu nehmen? Ich bin doch nicht ihre Geisel. Katharina wird uns nicht auseinanderbringen. Ich habe trotzdem Angst. Wir beide gehören zusammen, ja? Egal was passiert. Nicht. Was denn? Wen ich heute im Hotel gesehen habe. Wen denn? Lars. Welchen Lars denn? Na Lars, dein Lars. Mein Lars, ich habe keinen Lars. Soll doch immer jeder hören, was unser toller Küchenchef im Fürstenhof alles so anstellt. Ich habe nicht die geringste Lust, das hier und jetzt mit ihm zu diskutieren. Also reißen Sie sich gefälligst zusammen. Ich will wissen, was du hier zu suchen hast. Dich? Was? Laura, ich habe in mich hineingehorcht. Und dabei habe ich festgestellt, dass meine Gefühle für dich immer noch die gleichen sind. Ich liebe dich, Laura.